So, hallo, wir machen weiter bei Things. Das nächste Level heißt Hard Times. Schauen wir mal, ob wir Hard Times haben oder nicht. Ich bin gespannt. Wie immer. Let's go. Oh, bitte kein LR, bitte kein LR, bitte kein LR. Okay, was muss ich tun? These are some hard times we are living in. Sometimes I wish I could just press L or R to change my plane of existence. Oh, ich ahne, was passiert. Hier ist Hintergrund. Und dann kann man wahrscheinlich den Hintergrund nach vorne heben. Hä? Ach so. Also muss ich springen und dann bin ich da drauf. Okay. Na, dann probieren wir das jetzt erstmal wieder so. Hä, ich habe gewechselt. Oh, muss ich diesmal wirklich L und R drücken? Nee, muss ich nicht. Passt schon. Ach nee, das ist alles hinter... Ja, ich bin blöd. Okay, das bleibt alles Hintergrund. Mein Fehler. Und jetzt? Und wohin dann? Muss ich vielleicht die Geschwindigkeit behalten? Und dann gleich weiter? Ach, diese Mindergrunddüre. Oh, ich bin so blöd. Ah, falsch. Oh Gott. Oh mein Gott. Wenn ich auf der Röhre bin, wie geht... Na ja, okay, das wird meinen Kopf... Das wird meinen Kopf durchnehmen. Aber anders. So, jetzt bin ich erstmal hier. Ich meine, ist nicht gut, weil ich nicht weiterkomme so, aber ich bin erstmal hier. Muss ich dann in dem Moment selbst wechseln? Oh. Aber das geht doch... Wie wechsle ich denn da? Also erst muss ich an der Röhre vorbei und dann muss ich wechseln, um in die andere... Hä? Ach, falsch. Ey! Nein, das ist immer zu bald, Mann! Ja, aber... Wie komme ich da weiter, da hinten? So, und jetzt... Aber ich darf hier nicht... Ich darf hier safe nicht anhalten. Ich muss safe die Geschwindigkeit mitnehmen. Sheesh. Aber wohin geht's dann? Also, wie komme ich durch diese beiden Röhren durch? Wahrscheinlich wirklich nur, indem man schnell ist. Das war zu bald. Das war zu... Ich wechsle da schon viel zu bald. Ah, jetzt habe ich nicht gewechselt. Gott, die Idee ist super, aber das ist... Oh. Das sind wirklich Hard Times. Hilfe. Das ist nicht... Ich kann das nicht koordinieren. Das ist wie... Mein Kopf will das nicht koordinieren. Bruder. Ich bin gespannt, wann ich hier... Oh mein Gott. Ich bin gespannt, wann ich hier in dem Punkt bin, wo ich sage, ich krieg's hin. Also,
so, wirklich so, dass ich es auch wirklich hinkriege. Weil das ist. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass ich es noch nicht mit Controller spiele. Weil da müsste ich ja genau den gleichen Quatsch machen. Yo, ich habe keine. Nein, ich bin dumm. Ich glaube, wartet mal, ich muss was ausprobieren. Wenn ich in den Hintergrund wechsle, ist es da oben ja nicht mehr da. Ja, okay, ich hab's verstanden. Es geht gar nicht. Ich bin blöd. Es geht gar nicht um Geschwindigkeit. Ich stoppe mal kurz hier. Ich muss nur hier drüber kommen, wenn ich im Hintergrund bin. Das hier oben ist ja alles dann weg. Und dann muss ich, wenn ich hier drüben bin, wieder umschwenken, dass ich hier drauf landen kann. Okay, gecheckt. Gecheckt, ich bin dumm. Alles gut. Das konnte gar nicht gehen, wie ich mir das gedacht habe. Ja, genau so. Okay. Ups. Das war zu bald. Aber genau so. Oh mein Gott, ich dachte, ich muss die ganze Zeit die Geschwindigkeit beibehalten. Aber die brauche ich nur für den Anfang. Okay, okay. Also muss ich komplett umdenken jetzt. Uiuiuiui. Gut. Wir sind an dem Punkt, an dem ich sage, ich hab's verstanden. Hat gar nicht so lange gedauert. Oh Mann. So. Okay. Okay, das ist wirklich... Okay, man hat ja auch Pause. Man muss hier nicht durchhetzen. Das ist gut. Man muss hier nicht durchhetzen. So. Okay, hinter den Wolken komme ich nur vorbei. Wenn ich mich nach hinten bewege. Aber was soll die Shell da hier? Moment, Sprites bleiben, wo ich bin. Das heißt, der Sprite geht mit. Der Sprite geht mit, okay. Der Sprite geht mit. Dann ist das auf jeden Fall da hinten jetzt für mich die erste Stelle für den Safe State. So. So, da war ich kurz weg. Also hier wollte ich einen State setzen. Okay. Ah, dann kann ich auch vorher wechseln. Okay. Also wenn man das so stückweise spielen kann, dann ist das, glaube ich, sogar ganz angenehm. Dann muss ich da einen Shelljump an das Ding machen, aber dann wieder in den Vordergrund, damit das Ding weg ist. Oder wie, oder was, oder wo. Wahrscheinlich. Damit ich dann nämlich da irgendwie durchkomme. Ach Gott. Wahrscheinlich muss ich so hoch genug kommen. Ja, nee. Ja, ich weiß schon, warum ich da den State gesetzt habe, ne? Genau deswegen, weil das ist jetzt halt auch wieder tastaturtechnisch. Jetzt muss ich von den Tasten ja umschwenken auf die Taste hier. Damit der Shelljump läuft. Okay, wo muss ich denn dann landen? Also, das ist Hintergrund. Aber manche sind sowohl hier als auch hier. Ich muss genau da landen, wo die Münze ist. Aber da ist auch ein Manche, oder? Ach so, aber die sind im Hintergrund. Ich muss da drauf landen. Das ist ja Hintergrund. Ich muss, wenn ich im Vordergrund bin, muss ich hier drauf landen. Okay, okay. Verstanden. Ja. Verstanden.
und dann geht's da noch irgendwo weiter. Uiuiuiui. Ja, und dann muss... Oh, da muss ich so schnell wechseln. Eieiei. Okay, ich war... vielleicht geht das doch nur mit Controller. Weil der Wechsel da ist jetzt wirklich so schnell. Weiß ich nicht, ob das so geht mit der Tastatur hier. Jetzt noch ein bisschen probieren. Vielleicht schließen wir gleich mal schnell den Controller noch an. Da muss ich nur wieder alles umstellen. Ne? Ja. Will das nicht. Aber in dem Moment, wo ich abspringe, müsste ich ja schon... Ich muss... Ah, oh, nee. Okay, ich versuch's mal mit dieser Belegung hier. Super. Nein, nicht hier wechseln. Okay, aber so könnte ich es hinkriegen. Ja. Okay. Sobald ich da drüben stehe, kommt ein State. Aber wir kriegen es hin mit der Belegung, so wie ich jetzt meine Finger gelegt habe. Das ist okay. Ja. Ach so, Spinch. Ah. Also der muss... Okay, da ist Spinjump dann da unten durch. Ach du Schande. Ja, es war wieder kein Spinjump, ich weiß. Problem ist, dass ich auf die Taste... Ach, wobei, doch komme ich eigentlich schon. Nein, jetzt mache ich wieder Blödsinn hier. Nein. Nein. Ich schaff's nicht schnell genug, auf die State-Taste oben zu kommen. Aber ich müsste meine Finger umbelegen, dass ich dann den Spin-Jump weitermachen kann. Jo. Ach so, wartet. Die Sprites gehen ja mit mir nach vorne, deswegen ist der Hintergrund dann da nicht mehr. Ah, okay. Ich verstehe gerade so Stück für Stück den nächsten Teil. Ja, wenn ich da im Hintergrund bin, sind nämlich diese Röhren. Mhm. Dann im Weg. Das heißt, ich muss dann in den Vordergrund gleich wieder gehen. Zwar mit Spinjump, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ah. Ah. Okay, hier war jetzt... Genau, und dann gehe ich wieder in den Vordergrund. Nur müsste halt da schon mit einem Spinjump abgesprungen sein, ne? Das ist der Punkt. Komme ich schnell genug auf die Taste, ist dann die Frage. Ich muss es probieren. Komm ich. Es ist schon fast wie Klavierspielen, so viele Tasten, wie man hintereinander drücken muss. Nein. Aber es ist, es fühlt sich, also vom Koordinieren her ist es halt echt schwierig. Ja, dann muss ich so wechseln. Okay, uiuiuiuiuiui. Das
Muss ich mir gleich mal anschauen, wie es dann weitergeht. Ich brauche halt irgendwo wieder eine Stelle zum Staten. Irgendwo muss ich wieder staten können. Hier vielleicht in dem Sprung auch. In dem vielleicht geht's da. Nein, nicht wieder. Ich muss mal da pausieren und gucken, wie es weitergeht. Die ist im Vordergrund. Die auch. Die auch. Die ist dahinter. Ich muss, wenn ich das Ding berühre und hochspringe, dann wechseln. So dass ich auf dem Ding landen kann. Und dann geht es wahrscheinlich da nach rechts irgendwo weiter. Das sehe ich halt noch nicht. Shish. Kann ich jetzt zurückspulen und so ein gutes Date finden? Scheiße. Das war zu schnell. Okay, egal. Ja, ich muss halt mit Spinjump runter. Das ist das Ding. Wir schließen mal den Controller an. Mal gucken, ob es besser wird. Ich weiß es noch nicht. Muss ich jetzt ausprobieren. So. Das Dumme ist halt nur, ich muss jetzt wieder die Tasten komplett neu einstellen und belegen. Aber gut, es sollte eigentlich schnell gehen. So. Also. Up, left, down, right. B, A, Y, X, Start, Select, L, R. Soweit ist es okay. Und jetzt noch den Save State, Hotkeys. Wo hatte ich nochmal Save und wo hatte ich Load? Oh, könnte ich eigentlich auch den machen? Wenn ich da drauf drücke? Und den als Load? Nee, das ist schlecht. Ich will nur nicht wieder, dass wir dann länger laden. Ne? Also ihr wisst, was ich meine. Nein, ich glaube, der war safe. Der war load. Wir probieren es mal so. Keine Ahnung. Okay, so. Ja, das klappt ja schon mal super. Hallo? Der Controller reagiert fantastisch. Hallo? Ah! Ich musste erst Detect Gamepad Changes einstellen. Ups. Gut. Also. Zum Reinkommen spiele ich jetzt den Anfang nochmal. Ah, nee. Hm. Oh.
Okay. Ah, da muss ich wechseln. Okay. Nein, okay. Nein. Zu bald. So, okay, hier kann ich erstmal stehen bleiben. So. Jetzt muss ich... Okay. Also soweit haben wir es mit Controller schon mal wieder geschafft. Das ist doch schon mal was. Gut. Schauen wir mal. Ah, doch, das dürfte sich besser anfühlen. Ich denke schon. Ja, doch. Alleine dadurch, dass ich es gerade schon direkt geschafft habe, mit dem Spinjump loszukommen. Doch, Controller macht es leichter. Darf halt nur nicht die Load-Taste zu feste drücken. Weil dann lädt er wieder alles gleichzeitig und dann geht wieder das los mit dem, ne? Wisst ihr schon. War nicht so gut damals. So. Dass dann das Programm abstürzt, wenn ich gleichzeitig zweimal laden will. Yikes! Na, zu bald. Nein. Und dann mit Spinjump weg. Okay, und dann muss ich irgendwie halt schnell umswitchen. Ich muss auf die andere Taste dann kommen. Boy. Aber es fühlt sich besser an als mit Tastatur. Spin Jump. Und erstens Spin Jump und zweitens wieder in den Vordergrund. Nein. Na. Ah. Spin Jump. Und in den Vordergrund. Beides falsch. Ach, komm schon. Nein. Nein. Oh. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, jetzt habe ich endlich den State. Funktioniert der? Moment. Ja, der funktioniert, okay. Jetzt erwische ich nur die Viecher noch nicht. Ja, fast. Wieso erwische ich die denn jetzt nicht gescheit? Okay, jetzt erwische ich sie. Okay. Gut, wir sind einen kleinen Schritt weiter. Wie man das ohne Stage spielen soll, obwohl sowohl mit Controller als auch ohne, ist mir ein Rätsel. Also wirklich. Das macht mich so kaputt hier im Kopf.
Das allein schon hier zu koordinieren. So die kleinen Elemente schon. Aber am Stück. Ich krieg's ja schon nicht mal hin. Oh, ey. Ich krieg's ja schon nicht mal hin, diesen kurzen Abschnitt zu koordinieren. Eieiei. Da hinten ist irgendwas passiert. In meinem... Achso, your software is up to date. Okay. Die Software vom Gamepad hat sich gerade aktualisiert. Gut, toll. Okay. Nein, zu bald. Ja, so in etwa. Und dann darüber. Schusch! Nein. Und dann darüber. Okay. Ah, wir kommen der Sache näher. Nein, ich bin mal zu bald am Wechseln. Nein, ah, das stimmt, er bleibt ja im Hintergrund. Richtig, der geht in. Ich kann ja vom Hintergrund aus vorüberspringen. Ja, hab ich vergessen. Bin blöd. Hab ich vergessen. Okay. Nein, ich muss nicht wechseln. Das ist genau das, was ich gerade festgestellt habe. Ich muss nicht wieder zurückwechseln. Ich kann erstmal im Hintergrund bleiben. Dann muss ich, wenn ich rübergesprungen bin, dann muss ich wechseln. Okay. Nein, ich... Was habe ich Ihnen gerade gesagt? Ich muss ja sogar im Hintergrund bleiben, sonst komme ich da ja gar nicht vor. Also dahinter vor. Also, nach, also ne? Oh, und da muss ich den fallen... Ah, da muss ich den passend fallen lassen. Okay. Die Ideen sind ja cool, keine Frage. Midway, Midway. Okay, cool. Also den zweiten, also den Teil bis zum Midway habe ich dann ja fast sogar ohne States geschafft. Nur am Anfang halt, also dieser erste Teil. Aber eigentlich ist es dann vielleicht trotzdem machbar. Wo habe ich jetzt hauptsächlich gestated? Ja doch. Ja doch, ich nehme es zurück. Man kann es schon schaffen. Wenn wir das jetzt nochmal kurz durchgehen, also ich lasse natürlich hier den State, keine Frage, ne? Der State hier bleibt natürlich. Aber wenn wir das jetzt nochmal kurz durchgehen. Was muss man tun? Man muss hier... So, das kriegt man ohne States hin. Also ich sag's auch gleich, den zweiten Teil von dem Level spielen wir im nächsten Video. Weil ich muss dran denken, dass ich vorhin schon einen Teil hatte und wir sind jetzt also schon wieder bei einer halben Stunde. Das ist okay. Ne? Also hier, bis hier kommt man auch ohne States. Und jetzt kommt halt dieser Abschnitt. Und das ist der, wo ich gestated habe. Ansonsten habe ich eigentlich nirgends gestated, ne? Ja, also das halt hier am Stück, dann mit dem Spin-Jump abspringen, okay. Okay, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Aber alles andere... Alles andere finde ich okay. Gut. Dann gucken wir, wie das nächste Mal weitergeht. Auf jeden Fall mit Controller ist es deutlich leichter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und sag tschüss. So, hallo, wir machen weiter. Bei Things. Letztes Mal haben wir ein Level kennengelernt, das ein interessantes Gimmick hat, nämlich den Wechsel zwischen Vorder- und Hintergrund.
Wo wir doch dann etwas mal erstmal zum Controller wechseln mussten. Aber jetzt sollte es vielleicht etwas besser laufen. Mal gucken. Den zweiten Teil kenne ich jetzt auch noch gar nicht. Oh Gott, da kommt eine Feder. Den zweiten Teil kenne ich jetzt auch noch gar nicht. Wir sind mal gespannt, was hier jetzt auf uns wartet. Was soll ich da tun? Also ich kann hier hin und her, bis die Feder da ist. Okay, kann ich nicht. Ach so, doch, ich glaube, ich verstehe. Und dann da... Nee, aber das ist ja... Ah, doch, warte mal. Komm ich da dann... Ja, vielleicht so. Ja, so nicht. Also ich komme von hier aus nicht da hoch. Ich komme von hier aus da hoch. Oh, und Oh nein, ich muss fliegen. Muss ich fliegen? Ich meine, gut, es ist eine Feder, klar. Es liegt nahe, dass man fliegen muss. Aber ich habe noch ein bisschen gehofft. Ich glaube, ich muss fliegen. Muss ich dann während des Fliegens wechseln? Ihhh, bitte nicht. Hilfe. Aber das sieht so aus, als ob ich da fliegen müsste. Oh Gott, Hilfe. Was? 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 Mit dem Controller jetzt fliegen. Es gibt Dinge, die will ich nicht kombinieren. Das ist Controller und Fliegen. Oh Gott. Okay, wenn ich es schaffe, an der Stelle so ein bisschen auf dieses Langsame zu kommen, ich glaube, da kann ich einen State setzen. Okay. Ja. Okay. Okay. Ich meine, wenn es nur so ein bisschen dann geradeaus ist und so, das kriegen wir schon hin. Wenn sie es nicht übertreiben. Einfach schön langsam jetzt. Wow. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Ne? Ah. Bin blöd. Wir haben ja keinen Zeitdruck. Also ich kann eigentlich direkt... Ganz langsam. Ja. Genau so. Jetzt kann ich nämlich schön in Ruhe wechseln. Und sollte ich nochmal schnell werden müssen, kann ich es auch werden. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. That's all? Das ist das Level? Ich muss kurz was testen wegen Mond. Würdest du bitte fliegen? Und nicht dahin. Hallo? Nee, kein Mond. Okay,
Ja, dann hängen wir das doch hinten an das Video ran. Null. Also. Lü! Stopp! 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 Frech! 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 Gut, dass ich hingeguckt habe. Oh mein Gott, wenn ich das jetzt übersehen hätte. Gut, dass ich hingeguckt habe. Uff. Okay. Also, dann haben wir... hä? Für den zweiten Abschnitt habe ich eigentlich keinen Save State so richtig... Ach doch, 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 bei dem Stoppen. Okay, bei dem Stoppen habe ich einen kurz verwendet. Ja, okay. Aber wenn man dann nämlich ganz schön komplett langsam ist, dann kann man da ja easy durch. Ja, gut, soll mir recht sein. Dann kein zweiter Part für dieses Level. Wir machen das in einem Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Und ich kann den Controller wieder abstecken. Und alle Tasten umstellen.